Hallo, mein Name ist Christoph. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite hier bei InSystems als Konstrukteur und Entwickler. Die InSystems Automation GmbH ist ein Anbieter für Sondermaschinen und hat sich in den letzten Jahren vor allem auf Transportroboter für die Industrie spezialisiert. Transportroboter sind autonom fahrende Fahrzeuge, die in der Produktion beispielsweise Kisten aus dem Lager holen, zur Maschine bringen und nach der Bearbeitung der Teile wieder zurück zum Lager fahren. Ich als Konstrukteur, als einer von insgesamt 4 Konstrukteuren bei uns, bin also dafür zuständig, mir neue Maschinen auszudenken und neue Roboterfahrzeuge auszudenken, immer entsprechend der Kundenwünsche. Und aber auch dafür zuständig, die bestehenden Systeme zu verbessern. Glücklicherweise findet mein Job nicht nur am Schreibtisch statt. Natürlich ist es viel Büroarbeit, das heißt, wir sitzen am Computer und arbeiten dort mit der CAD-Software. Wir sind aber auch häufig in der Werkstatt tätig, wo wir beispielsweise unsere Ideen mit einem 3D-Drucker in die Realität umsetzen, um schon mal einen Prototypen zu bauen oder uns auch das Feedback von den dortigen Kollegen abholen, ob denn alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. An meiner Arbeit als Konstrukteur fasziniert mich die Mischung zwischen Technik auf der einen Seite und dem kreativen Arbeiten auf der anderen Seite. Es ist nicht so, dass ich mir jeden Tag eine Bremse ausdenken müsste oder so, sondern jeder Kunde möchte etwas anderes haben. Man muss also kreativ sein, aber auch gleichzeitig das technische Wissen mitbringen und das anwenden können. Und genau diese Mischung ist, was mich reizt. Gerade die Arbeit an den Transportrobotern hat halt den schönen Effekt, dass man damit Sachen erleichtert. Also gerade den Transport in der Industrie kann man damit erleichtern mit seiner eigenen Arbeit. Beispielsweise das eine Modell der Transportroboter, was wir vertreiben, kann bis zu 50 Kilo heben, das andere sogar bis zu 100 Kilo. Und dann ist es schon eine gute Vorstellung, dass der Roboter das macht und nicht irgendein Mensch. Warum ich mich für Berlin als Arbeitsplatz entschieden habe, liegt unter anderem daran, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich habe hier studiert, bin zuvor auch hier zur Schule gegangen und ich mag die Stadt. Gerade auch so hier diesen Bezirk, Treptow-Köpenick, finde ich super. Hier bin ich auch aufgewachsen und ich habe noch keine andere Stadt kennengelernt, wo ich mehr als 2-3 Wochen Urlaub verbringen möchte. Deshalb Berlin, ja.